Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eins muss ich lassen, Leute, ich habe Respekt vor jedem GTA 6 Fan, denn die Geduld, die wir aufzeigen, zeigt wirklich niemand auf. Alleine die ganzen Leute, die seit 2 Jahren auf diesem Kanal sind und GTA 6 Spekulationen verfolgen, ist schon wirklich krass, was für eine Geduld ihr habt. Und ich ziehe natürlich auch durch eure Motivation, die ich bekomme, durch euren Support. Und deswegen liebe ich euch so sehr und deswegen liebe ich einfach diese GTA 6 Community, die wir hier aufgebaut haben. Grüße gehen raus an alle. Aber natürlich haben wir heute wieder GTA 6 News, denn ihr wisst, Leute, ich habe auch schon 1000 Mal gesagt, wenn Fans oder wenn es mehr Informationen gibt zu den ganzen GTA 6 Aufnahmen, die wir gesehen haben, dann werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen, denn es kommen, ich denke mir so, ey, irgendwann müsste doch eigentlich genug sein und wir haben auch gar keine GTA 6 Sachen mehr, die wir aus diesen Leaks entnehmen können, aber es kommen immer neue Entdeckungen zu, die für uns interessant sind und die wir natürlich besprechen werden. Und natürlich, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, hier bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn es ums Thema GTA 6 geht, und folgt mir auf Instagram, dort heiße ich Mr6_YT für YouTube, und natürlich liken, kommentieren. Was auch ganz wichtig ist, Leute, für das GTA Online Update braucht ihr natürlich Geld. Bei meinem Partner JG Gaming könnt ihr auch GTA Online Dollar kaufen, auch FIFA Coins und was weiß ich was. Mit meinem Code 6 bekommt ihr auf jeden Fall nochmal dicken Rabatt. Deswegen gönnt euch das. Link in der Beschreibung und in den Kommentaren angepinnt. Wir starten sofort mal mit diesen GTA 6 News, die ich gefunden habe für euch, und let's go. Eine Entdeckung, die die Fans gemacht haben, ist, dass als unser Charakter im Club war, sieht man 2 NPCs bzw. 2 weibliche NPCs, die voneinander Selfies machen. Das heißt, sie sind nebeneinander und machen ein Selfie von sich selbst. Und natürlich, Fotos haben auch die NPCs in GTA 5 gemacht, aber noch nie hat ein NPC von sich selbst aus ein Foto gemacht, wo sie ein Selfie machen mit Freunden oder sonst irgendwas. Das heißt, die NPCs sind auf jeden Fall viel lebendiger, die interagieren miteinander viel mehr, unter sich, mit euch, ja, und sie machen einfach viel mehr als in GTA 5. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil für die Lebendigkeit von GTA 6. Was natürlich interessant ist, beziehungsweise jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so krass, aber auf jeden Fall interessant zu wissen, denn wir werden in diesem Nachtclub auch natürlich Zeit verbringen. Dieser Nachtclub hat einfach 3 Stockwerke. Das heißt, wir können hoch, runter, dies, das. Ja, so ist auf jeden Fall ein etwas größeres Nachtclub und da werden wir definitiv Spaß haben. Und ich bin mir sicher, da werden wieder Funktionen kommen, dass wir mit irgendwelchen Leuten tanzen können oder dass wir uns richtig mit Alkohol halt das wieder trinken können, bis zum geht nicht mehr, so mit anderen NPCs Challenges machen können, wie in RDR 2 zum Beispiel, da konnten wir auch so eine Challenge machen mit Trinken und so weiter und so fort. Sowas wird definitiv, einfach so Partyspiele werden in GTA 6 safe kommen in diesem Nachtclub. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass wir auch eventuell halt, wie soll ich sagen, Security machen können. In Ballad of Gay Tone konnten wir Security machen, wir konnten einfach, ja, Türsteher sein oder sonst irgendwas und halt durch den Club rumlaufen. Und ich hoffe, dass wir das auch in GTA 6 auch machen können, wäre auf jeden Fall ein nices Feature. Gut auch zu wissen ist, dass sie natürlich Bezug wieder auf die KI, dass unsere Charakteren in diesem einen Clip nicht unserem Charakter folgt, sondern einem anderen Typen. Das heißt, die Charaktere hängen nicht euch am Hintern, ja, die laufen auch selbst und haben ihr eigenes Gedächtnis und haben eigene Bedürfnisse oder so, oder wie man es auch nennen mag, dass sie quasi ihr eigenes Leben haben und die werden euch nicht die ganze Zeit hinterherlaufen, sie werden auch mal anderen Typen hinterherlaufen oder mit anderen Charakteren kommunizieren. Das heißt, sie werden nicht wie so ein Roboter einfach, ja, so stehen und warten, bis sie euch bewegt, damit sie sich auch bewegen. Noch eine interessante Entdeckung ist auf jeden Fall, dass die Kugeln an eurem Auto kratzen können. Das heißt, wenn ihr jetzt schießt, ja, zum Beispiel, ihr seht in GTA Online, in GTA 6 Online irgendeinen Gegner vorne im Auto und ihr schießt auf den, aufs Auto besser gesagt, dann können eure Kugeln an diesem Auto kratzen und dann werden so Funken durch die Munition verursacht und da werden nicht so langweilige Löcher einfach entstehen im Auto wie in GTA 5. Das heißt, egal wie ihr schießt in GTA 5, da werden immer so Löcher entstehen, als hättet ihr das Auto gut getroffen. Aber in GTA 6 wird es nicht so sein. Da werden eure Munition auch mal am Auto kratzen oder einfach abprallen oder sonst irgendwas und dann entstehen ja Funkdinger da, Feuer, kaum wie man es auch nennen mag. Auf jeden Fall sehr geiles Detail und wir wissen auf jeden Fall, dass Rockstar Games sehr auf Details achtet und das wird auf jeden Fall in GTA 6 genauso sein. Allein in RDR 2 hat mir eine Funktion gehabt, dass wenn die Sonne auf das Ohr strahlt, dass es einfach rot wird, wie in echt. Also wenn das Rockstar Games schon auf sowas achtet, dann ist es nur eine Frage der Zeit oder eine Frage, die einfach klar ist, dass Rockstar Games in GTA 6 noch auf viel mehr achten wird, wo wir denken werden, wow. Und ich bin schon sehr gehypt, diese Details einfach rauszufinden und euch zu präsentieren, worauf Rockstar Games auch einfach so geachtet hat. Interessant ist auch das Wetter, denn er behauptet, beziehungsweise die Fans behaupten, dass das Wetter dort Hurricane-ähnlich ist. Das heißt, der Nebel und alles drum und dran ähnelt sehr, dass dort ein Hurricane bevorsteht und ich hoffe wirklich sehr, dass wir Hurricanes in GTA 6 bekommen. Wie geil wäre das denn? Also so
so ein Wind, ja, so einen starken Wind und dann fliegt alles durch die Gegend, ja, und Zeitungsartikel fliegen durch die Gegend, die Charaktere laufen so gegen, also das wird auf jeden Fall ziemlich geil und ich hoffe sehr, dass das reinkommt und natürlich die Gerüchte besagen ja, dass die Wettereffekte in GTA 6 wirklich sehr, sehr stark sind und ich denke auch wirklich, dass RockSims an den Wettereffekten sehr viel gearbeitet hat und da erwartet uns definitiv einiges, ja. Eine weitere Entdeckung ist, dass es dort ein Gebäude gibt namens Graveyard Trash. Das heißt, das ist ein Mülldeponie bzw. eine Müllfirma, die auf den Straßen Müll sammelt. Natürlich hatten wir in GTA 4, in GTA 5 und so weiter und so fort auch so Müllautos, Müllwagen, aber wir hatten keine Deponie, wo diese Autos hingefahren sind und das einfach abgelassen haben. So ein Location, so ein Standort war nicht vorhanden für diese Mülldeponien. Und natürlich in GTA 6 wird das wieder vorhanden sein und ich denke, dass Rockstar Games da viel mehr darauf achtet hat, dass auch eine Mülldeponie, weil wir sehen da gibt es ein Gebäude mit einer Mülldeponie, wo die Müllwagen anscheinend hinfahren und ihr Müll einfach ablagern und das ist auf jeden Fall fürs Realismus sehr gut und ich bin mir sicher, ja, dass wir in GTA 6 auch eine Müllmission haben werden, beziehungsweise wo wir Müll sammeln müssen und dann gewisse Diamanten sammeln, ja, das war in GTA 4 so, in GTA 5 hatten wir das so, ja, und ich denke, das wird in GTA 6 auch passieren, irgendwie liebt Rockstar Games so Mülldeponien, Müllwagen-Missionen zu machen, ich finde es auch ziemlich cool als Abwechslung, deswegen bin ich mir sicher, dass sowas auch in GTA 6 reinkommt. Zudem sieht man in ein paar Aufnahmen, beziehungsweise in einer Aufnahme, im Auto von unseren Charakteren im Kofferraum Munitionskisten, beziehungsweise so Kisten, die erst militärisch aussehen. Und das könnte bedeuten, dass wir in den Ammunition-Laden, also in diesen legalen Laden, wo man Waffen kaufen kann, nur Waffen kaufen kann, die legal sind. Und illegale Waffen müssen wir dann eventuell bei irgendeinem anderen besorgen oder wir verkaufen die selbst oder sonst irgendwas. Eventuell können wir halt, wie gesagt, mit Waffen Geschäfte machen, um halt Geld zu verdienen. Ja, es könnte natürlich sein, weil in den alten GTA-Zeiten hatten wir auch so quasi, man konnte jemanden rufen, um Waffen zu kaufen, aber warum sollte man in Vice City oder in San Andreas diesen irgendjemanden anrufen, der dann zu dir nachherfährt und dann, dass du im Auto von dem halt Waffen kaufst, wenn du auch in so einen Laden reinlaufen kannst und da einfach alles kaufen kannst, was du willst. Könnte auf jeden Fall sein, dass wir so verschiedene Waffentypen haben. Einmal quasi Waffen, die wir im Laden kaufen können, die wir quasi registrieren können und illegale Waffen, die wir einfach, die nicht registriert sind und nicht nachverfolgt werden können, wer diese Waffen halt besitzt und halt damit auch vielleicht Geld verdienen. Ja, das könnte eine Option sein, die eingebaut werden kann in GTA 6. Ich bin sehr gespannt, was Rockstar Games an Ideen einfach in dieses Spiel mit eingeflossen hat, weil ich denke, Rockstar Games und GTA 6 wird einfach ein Meisterwerk sein, ja. Das sind so einige Details, die wieder ans Licht gekommen sind, die euch bestimmt interessieren werden. Deswegen habe ich das Video gemacht, um euch zu informieren. Und natürlich gibt es immer einige Sachen, die mich auch immer interessieren, weil ich finde es einfach krass, was alles so entdeckt wird in diesen paar Szenen. Und ich bin mir schon sicher, ja, wenn man schon so viel entdecken kann, wie groß das Spiel sein wird, wie detailreich das Spiel sein wird. Das wird einfach wunderbar, ja. Deswegen schreibt mir deine Meinung in die Kommentare, was ihr zu diesen ganzen Leaks sagt. Gibt es hier Leaks bzw. Informationen, die ihr entdeckt habt, die ihr noch nicht wusstet, ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder wenn ihr was entdeckt habt, was keiner noch gesagt hat, dann auch in die Kommentare schreiben und liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.